Bevor ich über Bhutan und Bruttonationalglück spreche, wollte ich ein bisschen erzählen, wie ich dazu gekommen bin, also wer ich bin und was mich dazu geführt hat, damit es nicht so abstrakt ist, irgendwie nur so Gedanken oder Theorien, sondern es geht ja immer um Menschen und in diesem Fall mein persönlicher Weg. Also nicht, weil ich der Meinung bin, dass mein Weg interessanter Weg als der Weg ein anderer wäre, aber das ist halt mein Weg, den kenne ich halt ein bisschen besser. Und daher kann ich darüber erzählen. Also ich glaube, wir sind als Menschheit an einer Schwelle oder an einem Scheideweg. Und die Entscheidungen, die wir treffen werden, die Richtung, die wir gehen werden, werden für die gesamte Zukunft von großer Bedeutung sein. Denn manche Wissenschaftler nennen ja unsere Zeit die Zeit des Anthropozän. Also das heißt, heute ist die menschliche Tätigkeit ausschlaggebend dafür, wie die Evolution, die Entwicklung der Erde weitergeht. Ihr gehört zu einer Generation, die in einer einzigartigen Situation ist. Die Situation, in der ihr seid, hat es in der Weltgeschichte noch nicht gegeben. Was ihr tun werdet, was für Entscheidungen ihr nehmen werdet, das wird bestimmen, wie die ganze Entwicklung der Menschheit und des Planeten weitergeht. Das war die Frage, mit der ich mein Leben lang gelebt habe. Wie ist das richtige Verhältnis zwischen innerer Verwandlung, also die innere Arbeit, die man mit sich selber tun muss, und dann die Konsequenzen für die äußere Veränderung der Gesellschaft? Als humanitäre Arbeiter haben wir ja mit den Konsequenzen gearbeitet. Wir haben versucht, das Leid zu lindern, aber wir sind nicht wirklich an den Quellen gegangen. Und mir ging es darum, auch uns mit den Ursachen zu beschäftigen. Und das ist, was mich nach Bhutan geführt hat. So war mir die Frage eben, wie kann man Entwicklung und gesellschaftliche Strukturen anders gestalten? Und da habe ich Bruttonationalglück kennengelernt als eben eine neue Entwicklungsstrategie, die eben nicht mehr Wachstum und Wirtschaft im Zentrum stellt, sondern die den Menschen und sein Wohlbefinden und das Wohlbefinden aller Lebewesen im Zentrum stellt. Hass wird angelernt, und weil man Hass lernen kann, kann man auch das Gegenteil lernen. Toleranz und Liebe und Mitgefühl für seine Mitmenschen. Und das ist das, was ganz wichtig ist, denn ich glaube, das ist vielleicht das Wichtigste, was man im Leben lernen kann. Man spricht auch von der inneren Verwandlung, die wir durchmachen müssen, damit wir solche Systeme in einer nachhaltigen Weise aufbauen können. Und das ist, was wir dann Glückskompetenzen nennen, also wirklich dieser innere Wandel, wo wir nicht mehr so sehr auf äußere Produkte und Konsum und so weiter angewiesen sind, um ein Wohlbefinden zu finden, sondern wo unser Wohlbefinden, unser Glück aus innerer Quelle stammen kann. Die Systeme, die jetzt heute sehr problematisch geworden sind, wie Wirtschaftssystem zum Beispiel, sind ja weder Naturgesetze noch Gott gegeben, sondern sind wirklich durch unser Tun entstanden. Und dadurch haben wir auch die Möglichkeit, sie wieder zu ändern. Wir müssen uns fragen, was bedeutet Menschsein? Ja, und was sind eben diese Fähigkeiten, die wir als Menschen haben und die Computer nicht haben können und nicht haben werden? Meine Arbeit in den letzten 6 Jahren war als Programmdirektor von dem Bruttonationalglückszentrum. Und das ist eigentlich eine Lehrinstitution. Also unsere Aufgabe besteht darin, den Menschen mit Bruttonationalglück Ideen, aber auch Praxis vertraut zu machen in Form von Studiengänge, Workshops, Vorträge und so weiter und so weiter. Und das sowohl in Bhutan wie auch international. Und eben wir kümmern uns sehr stark um diesen
inneren Bewusstseinswandel, den wir als Voraussetzung verstehen für Bruttonationalglück, Umsetzung einerseits, also Glückskompetenzen, und andererseits ist unsere Arbeit, Menschen zu helfen, die dann das umsetzen wollen, sei es auf nationaler Ebene, auf Gemeinschaftsebene, auf Schulebene, auf Unternehmensebene. Es gibt ja nirgends eine Grenze zwischen ich und die Welt. Mit jedem Atemzug nehme ich die Welt in mir und mit jedem Ausatmen teile ich der Welt etwas. Das ist physisch. Ja. Und mit der Nahrung ist es ja auch so. Wir sind in einem biologischen Zyklus. Aber für das Bewusstsein ist es genau das Gleiche. Es gibt nirgends, mein Bewusstsein ist ja nicht in meiner Schädeldecke drinnen, sondern das Bewusstsein, unser Bewusstsein ist ja genauso draußen wie drinnen. Das heißt, mit unserer Sinneswahrnehmung sind wir ja draußen mit unserem Bewusstsein, nicht drinnen, nicht wahr? Das bedeutet, diese Trennung zwischen Ich und Welt ist eine Illusion und die gilt es zu überwinden. Und das ist eine der wichtigen Aufgaben, dass wir erleben lernen, ich und die Welt sind eins. Die Möglichkeit, wenn ich das wirklich will, mich selber zu verändern. Und damit habe ich schon die Welt, denn die Welt ist nicht da draußen, ich bin ja auch die Welt. Ich habe schon ein Stück Welt verändert. Und wenn ich dieses Stück Welt, das zufällig in diesem Leib jetzt erscheint, verändere, habe ich eine Tat getan. Und diese Tat hat auch eine Wirkung, denn das wirkt auch auf andere, nicht wahr, die mit mir sind. Und das kann einen kleinen Kreis sein, meine Familie, meine Freunde, meine Kollegen, und es können auch große Kreise sein. Große Weltveränderungen sind ja immer durch einzelne Menschen gekommen. Natürlich hat es eine Bewegung gegeben, aber der Nelson Mandela war doch der Mensch, durch den die Apartheid aufhören konnte, nicht wahr? Und man könnte viele Beispiele, oder ein Gandhi, nicht wahr? Riesen-Empire, British Empire, nicht wahr? Aber ein Gandhi, und was hat er gemacht? Der hat gefastet. Ja, der hat nicht geschossen auf Engländer oder so. Der hat etwas auf sich getan. Und das hat die gesamte Situation von einem ganzen Kontinent oder Subkontinent geändert. Das heißt, das Schlimmste, was es gibt, ist das Gefühl der Machtlosigkeit. Ja, das macht total unglücklich. Wenn man einerseits sieht, der Welt geht schlecht, zweitens hat das Gefühl, und ich kann nichts machen, das ist ein garantiertes Rezept für Unglück. Deswegen ist es so wichtig, dass in der Erziehung die Kinder und Jugendliche mit diesem Gefühl aufwachsen. Wir können, wir haben die Macht, wir können etwas ändern. Wir müssen von außen nach innen gehen und sagen, was kann ich in mir verändern, damit die Welt eine bessere wird. Und wenn man das tut, das hat eine Wirkung. Es gibt mehr und mehr Zeichen, dass dieses Erwachen, möchte ich mal sagen, vorhanden ist, gerade auch bei jüngeren Leuten. Und das gibt mir die Hoffnung, dass wir die Möglichkeit haben, eben diese Veränderungen durchzuführen, die heute nötig sind. Thank you.